schön, Frisian von Team Hellfish, das bin ich. Und es geht wieder weiter mit Horizon Forbidden West. So, aber wir wollen nicht zu hier Keros Bauteile KG, sondern wir suchen uns einfach mal hier so was. Was sind mal Quests, Nebenquest offen? Ich glaube, die Stufe 15, die sollten wir mal wegmachen. Gib dich nach Blutzeichen. Das tun wir, glaube ich. Mal gucken, wo das ist. Oh ja, in unbekannten Gefilde. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann gehen wir vielleicht per Schnellreise nach Brennspeer und dann reiten wir. Genau. Ja, so machen wir es. Zum Feuer. Ein großer Donnerbalken geht dort spazieren. Achtung! Schnellreise. Was haben wir denn hier für Feuer in der Gegend? Nehmen wir doch mal das hier. Zack. Mal schauen, ob es Probleme gibt auf dem Weg. War das nicht hier die Stelle, wo so viel Viehzeug unterwegs war? Man weiß es nicht. Da bist du ja. Fein. Jetzt hier im Kreis reiten oder was? Immer schön auf dem Pfad bleiben. Paff! Ein Platz zum Ausruhen. Sehr schön. Dieses Feuer hatten wir noch nicht. Ich muss das zwar nicht speichern, aber tu's trotzdem. Weiter geht's. Höher! Wo sind wir denn gerade? Oh, sind wir da an dem Feuer vorbei? Ne, wir sind ja von hier gekommen. Da ist noch eins. Und wir müssen ins Suchgebiet. Moment mal. Einfach nur nach Blutzeichen reiten. So, ein bisschen langsamer. Das muss das Dorf sein, von dem Sokka sprach. Anscheinend wurde es geflutet. Vielleicht durch einen Sturm. Obwohl jemand überlebt hat? Ich sollte mir das Ufer ansehen. Auf dem Aussichtspunkt sind Überlebende. Ich sollte nach ihnen sehen. Da. Tja, die einen haben zu wenig Wasser, die anderen zu viel. Hallo Jungs, was ist los? Alles klar bei euch? Und Mädchen natürlich? Geht es ihm gut? Ah, wird schon wieder. So. Aber was ist mit den anderen? Lass das meine Sorge sein. Ruh dich aus. Ich bin Natika. Du bist weit weg vom Osten, Fremde. Du bist Natika. Natika, das hat mir das Menü schon verraten. Was davon übrig ist. Wo hast du von diesem Dorf gehört? Der Tinterlehrling in Brennspeer hat mir von dir erzählt. Er sorgt sich, dass eurer Karawane etwas zugestoßen ist. Wie du siehst, haben wir größere Probleme als eine Lieferung Ascheblut. Was ist passiert? Beim letzten Sturm wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine rollte mitten durch das Dorf. Viele Bewohner werden vermisst. Aber ich muss auf diese zwei aufpassen. Ich kann mich mal umsehen. Wenn ich jemanden finde, schicke ich sie her. Ich danke dir. Und wenn du einen alten, grimmigen Soldaten namens Kentok siehst, sag ihm, wo ich bin. Klingt nach einem interessanten Charakter. Vielleicht kann ich mit meinem Fokus Überlebende finden. Ja, könntest du. Ah, das machen wir erstmal, bevor wir uns das Feuer noch holen. Ne? Fokus.
Graber? Da ist was. Stabile Balken. Da hinten sitzt doch einer. Boah. Das Wasser ist zäh. Verschmutzt. Das verschlimmert die Wasserknappheit im Brennspiel nur. Hört uns jemand? Wo seid ihr? Wir stecken in diesem Turm fest. Die Flut hat den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht ran. Okay, ich suche nach einem Weg zu euch. Ich muss an die Leiter ganz oben im Gebäude kommen. Vielleicht komme ich über die Kaputte daneben rüber. Die Kaputte daneben? Komme ich da rein? Geht das? Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Fragen über Fragen. Wie komme ich hier rein? Ha, warte, da war doch was Gelbes. Ah, innen. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Es gibt keine Möglichkeit, in das zerstörte Gebäude zu schwimmen. Ich brauche etwas, um über die Metallwand reinzukommen. Ihr seid witzig, ey. Ich kann hier doch auch nirgendwo stehen. Der Baum sieht aus, als würde er sich fallen. Wenn ich ihn anschiebe, könnte ich ihn als Brücke zum zerstörten Gebäude nutzen. Ja, also da muss man erstmal drauf kommen. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Von hier sollte ich zu den Überlebenden kommen. Was passiert? Hey. So geht das. Da, schau her. Noch ein bisschen Loot. Na, also. Da ist die Leiter am anderen Gebäude. Den Sprung schaffe ich. Oh, nein! Das war der einzige Ausweg. Ich sollte zuerst nach den Überlebenden sehen. Scheiße. Geht es allen gut? Du gehörst nicht zu uns. Tut mir leid. Sieht man das? Ich bin doch genauso angemalt. Wir haben hier drin Schutz vor der Lawine im Dorf gesucht.
Aber Trümmer haben uns den Weg nach draußen versperrt. Die Leiter war der einzige Ausweg. Aber wir kamen. Das seid ihr doch sowieso nicht rangekommen. Keine Sorge. Ich finde einen anderen Ausweg. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Bevor wir hier rein sind, habe ich einige Kameraden gesehen, die den Wachturm an der Nordseite bei der Grotte hochgekommen sind. Kameraden? Ich werde es mir ansehen. Sobald ihr raus seid, geht zum Ufer. Dort wartet Natika am Aussichtspunkt. Sie hat überlebt. Ja, gut. Da freust du dich. Sobald wir hier raus sind, gehen wir zu ihr. Okay, haltet erstmal durch. Okay. Guck mal, so macht man das. Ups. Willst du da wohl mal rüberspringen? Das sollte reichen. Okay, der Weg sollte frei sein. Danke. Wir machen uns bald auf den Weg zum Ufer. Na also, begib dich zur Grotte. Es scheint, als sei Kentaur nicht bei dieser Gruppe gewesen. Okay, dann suche ich mal nach dem Wachturm im Norden. Es war wieder kein Schwalbensprung. Schwanensprung heißt er eigentlich. Wieso zeigt er mir das hier an, wenn ich dahin muss? Ich kenn's wohl den Unterschied zwischen hier und da nicht. Oh. Müssen nach der Flut reingekommen sein. So, was haben wir denn? Nehmen wir mal was Starkes. Oh, das ist ja so ein Kroko. Richtig verstecken kann ich mich hier nicht, ne? Ah! Ich will doch zielen! Und kämpfen kann man hier auch nicht wirklich. Da muss ich erstmal rüber. Hey, Fremde! Die Maschinen haben uns eingekreist. Bei der Lawine haben wir unsere Waffen verloren. Haltet durch! Ich kümmere mich. Okay, wir nehmen die schnelleren. Begeben Sie sich umgehend in Sicherheit. Das war Nummer 1. Schnappmaul. Zermalme sie mit den Felsbrocken. Nutze den Stützbalken. Ah. Dieser Felsen. Zerbrich den Stützbalken und zermalme die Maschinen.
down. Ah, Teufel. So. Oh, der kommt. Boah. Unangenehm. Ja. Jetzt sollten die Nacht sicher sein. Wir kommen runter. So sieht's nämlich aus. Oh, da ist noch was. Ich komme gleich, um mit euch zu reden. Ich muss erst sicherstellen, dass hier nichts verschwendet wird. Hallo? Kann ich gar nicht mehr suchen, einsammeln. So, los geht's. Quatschen wir. Ist allen gut? Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aus Kämpfen. Auf den östlichen Klippen sitzen einige Kameraden fest. Du kannst ihnen helfen, wenn du möchtest. Okay, ich schau mal nach. Hast du Kentok gesehen? Natika hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Ich habe ihn seit der Lawine nicht mehr gesehen. Okay. Geh zum Ufer auf der anderen Seite des Dorfes. Dort sind Natika und die anderen. Mach ich. Danke nochmal. So. Und welchen irreführenden Wegpunkt bekomme ich nun? Kann man das Wasser nicht einfach irgendwie laufen lassen hier? Also ich meine ablaufen lassen. Hey du! Fremde! Hier oben! Wir haben hier Verwundete. Wir müssen hier runter. Und zwar schnell. Moment. Ich überleg mir was. Ich muss einen Weg finden, die Tenakt von der Klippe zu holen. Der alte Kran könnte helfen. Wenn ich den in die richtige Position kriege, schaffe ich ihnen eine Brücke. Aha. Ich finde das sehr schön, dass sie das immer sagt. Anfällig für was? Geschosseinschläge. Okay, machen wir doch mal. Naja, das bringt nichts. Etwas bewegt, aber er klemmt irgendwo anders fest. Mein Foto kann mir beim Suchen helfen. Klammer, da kann ich hoch. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Jaha. Nein.
will sie nicht. Wie komme ich da ran? Näher ran und nochmal versuchen. Meine Güte. Da komme ich aber ja nicht ran. Nee. Das ist nix. Okay, wie komme ich da auf? Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Kann ich von da darüber springen vielleicht? Wenn ich den nicht losgeschossen kriege, ich glaube, der muss erstmal hochkippen. Aber von wo kann ich das Ding da abschießen? Ah, wahrscheinlich von da. Klettern wir hier einfach mal. Wow. Nee. Das bringt nix. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Ist ja gut. Geschosseinschläge. Was meint sie denn für Geschosse? Von da kriege ich das Seil auch nicht gezogen. Oh, hilft nichts. Erstmal wieder runter. Was denn für Geschosse, Mann? Explosiv? Dann müssen wir vielleicht mal. Wir versuchen mal ein Explosivgeschoss. Irgendwie so einen Bogen habe ich doch. Explosiv. Hier. Nein, nicht den Kleber. Nein, das war nix. Die wollen was anderes. Okay.
werde das unterwegs abschütteln. Was ist doch verdeckt da hinten? Das muss ich erstmal freilegen. Aber wie? Aber wie? Das Ding ist doch in dem Stein drin. Kann ich von hier was machen? Normal macht sie immer alles. Fängt und... Stehe es nicht so ganz. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Oder muss ich da einfach mal drauf springen? Ne. Das ist ja verzwickt. Kletter noch mal hoch. Ich wollte hochklettern, Aloy. Ah, das klappt ja alles wieder prima hier. Metallklammer. Was ist denn dieses Metall? Da drunter. Mann, Aloy. Sei doch nicht so nervös. Da kommt man noch gar nicht ran. Das wird nichts. Huh. Also, es gibt nur noch zwei Ansatzpunkte. Diese blaue Klammer, an die komme ich nicht ran. Und das Ding da oben bewegt sich auch nicht. Zugwerfer bewegt werden. Von irgendwo muss ich da doch rankommen. Versuchen wir es einfach mal, auch wenn wir nichts sehen können. Hmm.
Die Schweiß ist auch nicht, wa? Was ist das? Lasst Feuerglimmer auf den Felsen. Ihn anzünden sollte den Weg für den Kran freimachen. Aha. Das habe ich nicht gesehen. So, was passiert jetzt? Ah, frei ist er. Und jetzt ist da auch was abgebröselt. Na also. Okay, der Kran ist bereit. Ich weiß es. Ich sollte die Unterseite des Arms ansehen. Vielleicht kann ich ihn bewegen. Ja, kannst du. Dafür ist jetzt auch diese Plattform da. Jetzt macht alles Sinn. Plötzlich. Aus einem anderen Winkel versuchen. Von hier aus kann ich den Balken wohl nicht rausziehen. Ich muss weiter nach oben. Jetzt macht alles so viel Sinn. Na also. Sag ich doch. Na also. Ach, verdammt. Der Arm hängt irgendwo fest. Ich sollte raufklettern und mir das ansehen. Ja, machen wir. Jetzt können wir ja. Alles total super. Schön strukturiert. Er kommt runter! Vorsicht! Alles okay. Aber das passt ja. Genau, als wär's dafür gemacht. Wie hast du das gemacht? Das weißt du ja nicht. So. Bevor du gehst, auf ein Wort. Ja, natürlich. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Aber danke für die Rettung. Geht es allen gut? Sein Bein ist gegen etwas Geröll gekommen, als wir weggerannt sind. Ein Kratzer. Wieso wart ihr da oben? Der spielt bestimmt Fußball. Hat eine Lawine das Dorf zerstört und dieser Vorsprung war genau über dem Wasser, als wir ankamen. Aber als alles vorbei war, lief das Wasser ab und wir saßen hier oben fest. Und wir konnten einen Kameraden nicht hier lassen. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Natika kümmert sich dort um die Verletzten. Natika? Den Zehn sei Dank. Wir werden zu ihr gehen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Natürlich. Abermals danke, Fremde. Okay, reden wir doch mit Dings. Au, ich dachte, ich springe ins Wasser. Ich glaube, das waren alle Überlebenden. Aber Kindert habe ich nicht gefunden. Ich sollte zu Natika zurück und ihr Bescheid sagen. Ey, das ist doch... Was ist denn das für ein Wegsystem hier? Schickt mich sonst wohin. Da oben sind sie. Jetzt kletter da raus. Dreh gleich durch. Meine Herren. Also manchmal...
Ganz schön sperrig hier, dieses Gelände. Müssen wir suchen. Ruh dich aus. So, Matika. Aloy, dank dir sind die Soldaten sicher. Doch, wo ist Kentok? Ich habe niemanden gesehen, der so aussah. Weißt du, wo er während des Sturms war? Ich habe ihn als Letzte gesehen, kurz davor. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Klinge gern in den Dienst der Wache stellen würde. Doch er wollte mich nicht aus dem Trupp entlassen. Alle Tenakt sind sehr stur, aber Kentok ganz besonders. Also ging ich. Die Lawine kam, als ich auf dem Rückweg vom anderen Hügel war. Du wolltest es wieder gut machen. Ich muss ihn finden. Wenn jemand solch einen Sturm überlebt, dann er. Du sagtest, Kentok ist der Anführer? Er bildet mich schon aus, seitdem ich in der Truppe bin. Er ist hart wie ein Panzerschnapper. Und gnadenlos wie die Wüste. Doch dank ihm ist meine Klinge schneller und tödlicher. Wegen ihm kämpfe ich aus Pflichtgefühl, nicht nur für die Ehre. Für mehr zu kämpfen als für sich selbst. Ja, aber trotzdem will er, dass ich hier bleibe. Anstatt in der Wache einem höheren Zweck zu dienen. Du sagtest, dass du der Wache beitreten willst. Sind das die Marschälle? Nein. Die Marschälle bereisen die Clanländer und setzen Häuptling Hikarus Willen durch. Die Wache bleibt im Hain, um ihn und den Häuptling zu schützen. Doch wie bei den Marschällen bekommen nur eine Handvoll diese Ehre. Warum wollte Kentok nicht, dass du gehst? Er sagte, es sei eine größere Ehre, der Truppe und dem Clan zu dienen. Dabei sammeln wir hier doch nur Zutaten für die Tinte. Ist es nicht wichtiger, den Hain zu bewachen? Und den Häuptling? Es gab hier eine Schlammlawine? Was? Sieht gar nicht so aus. Ich bin nur die ganze Zeit am Retten und am Tun. Wolkenbrüche, Blitze schlagen ein, Wind fährt durch die Metalltürme. Doch dieser Sturm war besonders schlimm. Hier war es mal so trocken wie sonst in der Wüste. Dank der Stürme nicht mehr. In der Hauptstadt herrscht Wasserknappheit. Hilft das vielleicht? Die Wunde im Sand steht niedrig? Wir sind wohl nicht die einzigen in Schwierigkeiten. Aber leider nein. Dieses Wasser ist voller Ascheblut. So trinkbar wie Maschinenöl. Tja. Der Tinterlehrling in Brennspeer hat gesagt, dass ihr Ascheblut gegen Wasser tauscht. So ist der Lauf der Wüste. Andere Dörfer handeln mit der Hauptstadt Nahrung oder Maschinenteile. Wir sammeln Steine. Wirklich wichtige Steine. Clanmitglieder zeichnen mit Ascheblut auf ihre Haut. Doch wie zeichnen sie ihre Erfolge ohne Lieferung auf? Tja. Ich kann mich nochmal im Dorf umsehen. Wo hast du ihn zuletzt? Matika. Ich bin hier. Wo ist Kentuck? Hat er überlebt? Das klären wir gerade. Er hat mich gerettet. Hat mich aus dem Weg geschubst, als alles zusammenbrach. Dann hat das Wasser ihn mitgerissen. Bis zur Furche. Furche? Ein alter Durchgang, der tief unter die Erde führt. Komm, ich zeig's dir. Aha. Natika, gibt es Befehle? Wir sind hier ungeschützt. Kaum die Hälfte kann uns gegen Maschinen verteidigen. Wie lauten die Befehle? Überleben. Die Furche liegt in den Hügeln im Nordwesten. Ich komme, sobald ich kann. Alles klar. Ja gut, ich würde sagen, das war schon wieder ziemlich lang. Das war's für heute. Und diesen alten Greis, diesen grimmigen, den befreien wir nächstes Mal. Ich danke euch fürs Reinschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Frisian. Ciao.